Viele ältere Menschen entdecken das Pedelec-Fahren für sich. Es bietet viele Vorteile, aber birgt auch Risiken. Wir Älteren wissen, Radfahren ist gesund, Radfahren macht Spaß. Aber es kann auch gefährlich werden, wenn man es nicht beherrscht, das Rad. Wenn man lange nicht geübt hat, wenn man lange nicht gefahren hat. Und das ist bei Pedelec auch noch mal so. Das ist ja schneller, das ist schwerer. Also nicht einfach drauf und losflitzen, sondern üben, trainieren. Und da gibt es Gelegenheiten, wo man das lernen kann, Pedelec fahren. Dann macht es auch richtig Spaß, wenn man es richtig kann und das Ding beherrscht. Pedelec fahren ist ja eine tolle Sache. Man kommt relativ kraftarm über große Strecken. Bedauerlicherweise steigen auch die Unfallzahlen mit Pedelecs proportional. Und dafür hauptzuständig sind natürlich auch die Hauptnutzer, die Senioren. Und deswegen ist Ihnen zu raten, zunächst mal beim Fachhändler ein gutes Rad zu kaufen. Also es lohnt sich immer, zum Fachhändler zu gehen, weil Sie einfach bei uns eine sehr ausführliche und sehr individuelle Beratung bekommen können. Vor allem für die richtige Rahmengröße, richtige Radgröße, den Einsatzzweck. Dann ist es natürlich immer entscheidend, individuell anzupassen, wenn es um die richtigen Anbauteile geht. Und wenn man dann das Gerät hat, sollte man ein Fahrsicherheitstraining machen. Solche Kurse fürs Pedelec werden von verschiedenen Organisationen angeboten und sind meist eintägige Trainings, die mit einem eigenen oder einem geliehenen Pedelec durchgeführt werden. Ein bisschen mulmig ist mir schon, aber ich erwarte, dass ich eine gute Unterweisung bekomme, weil das für mich das erste Mal ist. Ja, ich habe mein E-Bike noch nicht so lange und ich fahre mit dem übervorsichtig, weil ich immer noch so ein bisschen Angst habe. Ich erwarte mir eigentlich, dass ich ein bisschen mehr Sicherheit bekomme. Alle tragen dann bitte auch einen Helm. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie so ein Helm zu sitzen hat. Wir gehen das jetzt mal gemeinsam ab. Ich schiebe das vor, dann fahre ich es vor und danach probieren Sie es. Für praxisnahe Übungen wird vom Übungsleiter ein Parcours aufgebaut, der für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein gefahrloses Üben zulässt. Für ältere Pedelec-Fahrer ist es besonders deshalb wichtig, an so einem Kurs teilzunehmen, weil natürlich Dinge wie Geschicklichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit im höheren Alter tendenziell nach und nach abnehmen. Wir sind jetzt mit einer viel höheren Geschwindigkeit unterwegs und das bringt natürlich Probleme mit sich. Ein besonderes Augenmerk wird deswegen auf das richtige Bremsen gelegt. Dabei ist es wichtig, beide Bremsen gut dosiert einzusetzen. Ja, komm, dann machen wir nochmal. Man hat durch Unfalluntersuchungen herausgefunden, dass viele Radfahrer und Pedelec-Fahrer entweder gar nicht oder völlig unzureichend gebremst haben. Und dadurch geschehen viele wirklich vermeidbare Unfälle, auch schwere Unfälle. Und die Leute sollen hier lernen, richtig zu bremsen. Ja, das war besser. Also Erfolge bei diesem fahrpraktischen Modul sind eigentlich immer sehr schnell und unmittelbar erlebbar. Die Leute haben oftmals große Probleme, den Parcours zu fahren. Und wenn die das 2, 3, 4 Mal gefahren sind, wird es auf einmal erheblich besser. Ja, das war doch gut. Nicht nur das Bremsen wird geschult, um für Alltagssituationen fit zu sein, sondern zum Beispiel auch, wie wichtig die richtige Blickführung im Verkehr ist. Und den Blick mitführen, da wo Sie hinwollen, zu dem Pfeil da. Wenn die lernen, dorthin zu gucken, wo sie auch hinfahren wollen, ne, dann fahren sie auch besser und auch sicherer. Und das soll die Botschaft sein für das Fahren im realen Straßenverkehr. Ja, ich nehme heute mit, dass ich etwas mutiger geworden bin. Vielleicht nicht bei jedem kleinen Stück mal absteige. Ich kann besser bremsen. Ich habe nicht mehr so viel Angst davor. Im Allgemeinen hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht. Am meisten hat mir geholfen, dass durch den Parcours fahren, so eng habe ich das früher noch nie gemacht und mich auch nicht getraut. Und bei all den geschilderten Problemen birgt das Pedelec-Fahren natürlich große Vorteile. Ich bin wieder mobil, ich kann meine sozialen Kontakte pflegen. Ich bewege mich zwar vielleicht auch mit einer Trittunterstützung, aber ich bewege mich und das ist einfach gesund und bringt Lebensfreude, trägt zur körperlichen Fitness bei. Also das Pedelec ist besonders auch für die ältere Generation eine super Sache, aber es muss geübt werden. Ein Pedelec kann der perfekte Begleiter für den Alltag sein. Um noch sicherer unterwegs zu sein, achten Sie auf diese 5 Tipps. Lassen Sie sich vor dem Kauf gut beraten. Tragen Sie beim Fahren einen Helm. Machen Sie sich mit der richtigen Bedienung beider Bremsen vertraut. Fahren Sie vorausschauend und nehmen Sie Rücksicht. Bei Unsicherheit oder um noch sicherer zu werden, besuchen Sie einen Pedelec-Kurs.